Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Prehistoric Kingdom. Heute möchte ich euch wieder melden, denn Weihnachten ist offiziell vorbei. Und deswegen werden wir euch jetzt sagen, dass wir zu Weihnachten sogar was ganz Besonderes gekriegt haben. Dafür gehen wir aber jetzt nochmal auf das Tier ein, welches wir letzten Monat als neues Tier hinzugekriegt haben. Und zwar handelt es sich um den Pachyrhinosaurus. Der Pachyrhinosaurus wurde schon Anfang letzten Monats als Tier vorgestellt im offiziellen Devlog von Prehistoric Kingdom. Aber bisher haben wir wirklich nur eine einzige Variante von Pachyrhinosaurus gesehen. Es gab nämlich Lacustai, Canadensis und Perotorum. Von allen Arten möchte ich nun mit euch über den Pachyrhinosaurus Perotorum reden, welcher einer der besondersten Pachyrhinosaurier ist, die es bisher im Prehistoric Kingdom gibt. Der Pachyrhinosaurus Perotorum ist einer der am nördlichsten lebenden Pachyrhinosaurier von dieser Gruppe. Ihr Verbreitungsgebiet reicht bis zum heutigen Alaska. Und das Besondere an dem Pachyrhinosaurus ist, dass er zumindest hier im Prehistoric Kingdom vor allem mit Federn bedeckt ist. Schon in der Konzeptzeichnung hat man gesehen, dass es ein Pachyrhinosaurus gab, der in Federn eingepackt war. Damals noch zusammen mit Nanuxaurus und Partrodons und anderen Tieren gezeigt, ist es jetzt nun offiziell, dass der Pachyrhinosaurus nun auch in Zukunft ein Gefieder haben wird, welches aussieht wie ein dickes Fell. Mit dieser Art Überraschung hat uns Prehistoric Kingdom zu Weihnachten speziell überrascht. Und es ist gut möglich, dass der Pachyrhinosaurus im Devlog am Ende des Jahres nochmal gezeigt wird, aber zusammen mit ein paar anderen Features, die halt zum Beispiel dann noch in das Spiel mit hineinkommen. Das Interessanteste an diesem Bild ist aber auch, dass es nicht nur richtig schön weihnachtlich aussieht, sondern vor allem auch sehr arktisch. Man weiß allerdings noch nicht sehr gut, wie die Welt der Dinosaurier früher aussah und ob es überhaupt auch solche kälteren Jahreszeiten gab, wie hier dargestellt. Genauso wie es auch ein kleines bisschen in Debatte steht, ob der Pachyrhinosaurus entweder Federn hatte oder nicht, wenn sie so nördlich verbreitet waren. Manche sagen sogar, dass es in Alaska sogar noch so warm war, dass die eigentlich überhaupt keine Federn brauchten. Aber bei Prehistoric Kingdom ist alles eine Art Designsache. Und ich muss mal sagen, der Pachyrhinosaurus sieht mit diesem Gefiederflausch gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich das so sagen darf. Und dazu sieht man noch, dass der Pachyrhinosaurus versucht, das Eis sozusagen aufzuhacken, um die Früchte aus dem Eisblock rauszuschlürfen und sie dann schließlich zu fressen. Ich freue mich schon sehr auf den Pachyrhinosaurus im zweiten Quartal 2021 und kann es auch kaum erwarten, das Spiel dann selber zu spielen, wenn es dann endlich soweit ist. Denn der Pachyrhinosaurus macht auf jeden Fall Lust auf mehr und die gesamten winterlichen Gebiete und so, die möchte ich dann auf jeden Fall auch versuchen nachzubauen. Jedenfalls ein bisschen besser, als man das zum Beispiel im Planet Zoo allgemein kann. Das war jedenfalls das kurze Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hundertprozentig wieder, wenn wir wieder mehr über die neuen Dinos sehen. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.